Liebe Videofreunde, Petri, heil und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Unboxing hier beim Angler auf dem Kanal. Und heute was ganz Skurriles, und zwar machen wir mal ein Retro-Unboxing. Warum Retro? Ja, ich habe hier einen Film liegen, der ist aus dem Jahre 2004 und ich denke mal, die VÖ war dann wahrscheinlich 2005. Und wir haben jetzt im Jahre 2022 und ich denke mal, die Zahlen sprechen für sich. Und das ist auch nur eine DVD-Edition, und zwar ein Film, den wahrscheinlich mit hoher Garantie jeder von euch in der Sammlung hat, Hellboy. Ja? So, und die hat der Mike mir damals in einem Mystery-Paket freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und dann dachte ich, davon mache ich mal ein Retro-Unboxing. Ja? Ich meine, der Film ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ich wirklich gehe mal davon aus, dass ihn jeder mittlerweile von euch in der Sammlung hat. Selbst ich, auch der Angler, ich habe einmal die Keepcase-Variante, Teil 1 und 2. Dann habe ich sogar von dieser Pop-Art, ich glaube Pop-Art nannte sich das, diese Pop-Art-Steelbooks habe ich hier. Und auch die Neuverfilmung des Call of Darkness, was mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat, also der Teil. Ne? Außer die Miller, kann man drüber schreiben. Und wie gesagt, ich dachte, ich mache für euch hier mal ein Retro-Unboxing. Wir gucken uns das mal an, wie so eine Edition damals war. Ja, da war der Angler noch jung und knackig. Jetzt nur noch knackig. Okay, wir gehen jetzt mal in die Eco-Perspektive und gucken uns das mal an. Ich mache das schon mal gerade auf. Dann ist es doch einfacher, schön vorsichtig mit dem Teppichmesser. So, ich sehe auch gerade, hier war eine Lasche dran. Man hätte es auch einfacher machen können. Egal. So, da ist das gute Stück. Ja. Wir gehen jetzt mal in die Ego-Perspektive und wir gucken uns das mal an. Bis später. So, da sind wir nun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich jetzt so sehe auf dem ersten Blick, gefällt mir sogar richtig gut. Das ist hochwertig. Das fühlt sich auch sehr hochwertig an. Und jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Oder gehen wir erstmal hier einmal die Rückansicht von dieser Edition. Und hier einmal die Inhaltsangabe, die technischen Details der jeweiligen Disc. Und Limitierung gibt es hier keine. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. So, holen wir das mal raus. Und tada! Ich sage mal so, zu dem Film selbst brauche ich wahrscheinlich überhaupt nichts zu sagen. Ich denke mal, den müsste eigentlich mittlerweile jeder kennen. Ich finde sie ganz cool. Die hätten ruhig mal weitermachen können. Auch Call of Darkness hat ja vielen Leuten nicht so gefallen. Ich fand ihn ganz gut. Ich kann mich halt nicht so wirklich mit der Miller anfreunden. Die ist, hätten wir ruhig mal was anderes nehmen können wie die Miller. So, das ist einmal die Rückseite. Ja, Samael. Ein sehr interessanter Charakter, hat mir sehr gut gefallen. Allein die Sprüche von Hellboy beim ersten Date, bitte ohne Zunge, und grandios. Auch hier, das finde ich sehr, sehr stark mit den jeweiligen Charakteren, einmal Rasputin, einmal Krönen, oder wie sagt man, Kröning, also ja, der Mann mit der Uhr in der Brust. So. Und dann haben wir einmal, ja, hier ist natürlich schon eine Disc rausgefallen, das ist aber nicht so schlimm. Das kann ruhig mal passieren. So, Abe Sapien. So, du bleibst jetzt mal da drin. So, und dann fangen wir mal von vorne an. Einmal sogar mit dem Büchelchen dabei. Mit dem Büchelchen und ein kleines Comic müsste das sein. Ganz große Hexe, ganz große Klasse, ich bin jetzt durcheinander geworden. Die Trollhexe. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das die Hexe, die wir mal zu sehen bekommen bei Call of Darkness, da in diesem wandelnden Haus. Ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt schön auf Pause machen, könnt euch das schön in Ruhe angucken. Ich blätter jetzt einfach mal so ganz schnell durch und mir gefällt das auf jeden Fall. Mir gefällt das auf jeden Fall, was ich hier so auf Anhieb jetzt hier sehe. Ganz große Klasse. Ich bin der Meinung, man hat sich vor 20 Jahren für gewisse VÖs ein bisschen mehr Mühe gegeben wie heutzutage. So. Bitteschön. So, jetzt kommen wir hier zu dem Büschelchen. Ne? Wahrscheinlich steht hier mehr Informationen drin, wie zu manchen Mediabooks, die ihr euch so kaufen tut für viel Geld, für 30, 40 Euro und mehr.
Finde ich auch ganz große Klasse. Da haben sie aber auch damals einen Schauspieler gefunden, dieser Ron Perlman. Klasse. Klasse. Das war perfekt für ihn. So, und jetzt kommen wir schon zur letzten Seite. Und das war's auch. Also nicht schlecht. So, hier haben wir die jeweiligen Discs. Einmal den Hellboy selbst. Vorne drauf gedruckt. Disc 1. Dann seine Perle. Die steht hier, ist ja Feuer und Flamme für ihn. Ja. Und einmal Ape. Bonus-Disc Nummer 2. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist zwar nur eine DVD-Veröffentlichung, man hat den Film mittlerweile schon, gibt es den eigentlich schon auf 4K? Wahrscheinlich, 100%. Ist der absolute Wahnsinn. Gefällt mir richtig gut. Ich bin der Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das ist so mein Eindruck, man hat sich doch stellenweise vor 20 Jahren doch ein bisschen mehr Mühe gegeben, um eine schöne VÖ rauszubringen. So, achso, die Disc habe ich vergessen. Na gut, kann ich ja gleich machen. Ich komme nochmal vor die Kamera. Bis später. Ja, da bin ich nochmal und schreibt mir auf jeden Fall fleißig in die Kommentare. Was sagt ihr zu dieser VÖ? Steckt da damals mehr Herzblut drin wie zu der heutigen Streaming-Zeit? Also, man darf nicht vergessen, das ist wirklich nur eine DVD, aber trotzdem, ich finde das Hammer, weil die da stellenweise für VÖs rausgekloppt haben. Und das war ja vor 20 Jahren, war das keine Seltenheit. Es gab, bin ich der Meinung, viel mehr solche Veröffentlichungen wie heute. Ne? Heute musst du Glück haben, dass der Film vielleicht nochmal im Steelbook rauskommt. weil ihr könnt ja alles streamen heutzutage. Naja, schreibt fleißige Kommentare. Vielen Dank fürs Reinschauen. Guckt auch bei den anderen fucking Freaks vorbei. Und wie gesagt, fleißig kommentieren. Euer Filmangler. Horido.